Herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim. So, weiter geht's hier in Dämmerstern. Letztes Mal, ja, hat die Folge ja nicht ganz so gut geendet. Ah, Hundi. Wie ich mir eigentlich erhofft hätte. Und ihr hört mal hier auf zu quatschen. Was gibt es da schon zu sagen? Ich wurde auf einem Bauernhof geboren. Und wir wollen jetzt mal Richtung Süden. Richtung, Dingens. Wie heißt's? Weißlauf. So rum. Wollen wir jetzt mal wieder. Denn wir haben für einen Moment mal genug. Ja. Also ich zumindest für meinen Teil, habe im Moment mal genug Schnee gesehen. Ich brauche jetzt lange mal keinen mehr. Und ja, deswegen so schnell wie möglich wieder Richtung Süden. Und dann hoffen wir mal, dass wir diesmal ein bisschen besser durchkommen. So, wo kamen denn diese... Wo kam diese Hundemeute denn her? Ach, da vorne. Da sehe ich doch schon ein paar Wölfchen. Drei tote Wölfchen. Würde ich sagen. So, dann hat zumindest das schon mal ein bisschen besser funktioniert. Ach, seht mal die Pfotenabdrücke. Ach, ich finde die süß. Sieht man genau, wo die rumgelaufen sind. Ich finde das ja süß. Nee, muss ich wirklich zugeben, mir gefällt die Mod, die ist super. So, aber wie gesagt, zumindest ich habe für meinen Teil genug Schnee gesehen und ich will jetzt endlich wieder mal ein bisschen ins Grüne. Irgendwo hin, wo es schön grün ist und schön warm und die Sonne scheint und nicht immer nur kalt und weiß und weiß-grau und Schnee und Oh, noch mehr Wölfe. Ah. Ich sehe im Moment den Weg nicht mehr. Ich habe gerade ein bisschen meine Orientierung verloren. Wo ist denn hier der Weg? Richtung da entlang. Och nö. Ah. So, ja, Hunde, ich helfe dir gleich. So, eins, zwei. Oh ne, was halten denn die aus? Die halten ja mal gar nicht so wenig aus. Hätte ich mir jetzt gar nicht gedacht. Obwohl ich alle Pfeile getroffen habe. Wo ist unser Pferdchen? Oh, was ist das? Das sieht mir so ein bisschen nach einer Ruine aus. Ist das ja eingezeichnet? Nö. Ich würde sagen, da gucken wir mal kurz rüber. Speichere ich mal. Ist der böse? Der ist böse. Warum ist der böse? Lass meinen Hund nicht. Nicht mein Pferdchen töten! Ja, mein Pferdchen getötet! Warum muss man immer mein Pferdchen töten? Verstehe ich nicht. Boah, Alter, jetzt bin ich aber sauer. Wo ist jetzt diese Pissratte?
Scheiße. Geht einfach auf mein armes, unschuldiges Pferdchen los. Akademie, sagt der Vater. Benutzt euren Verstand. Hier drüben. Oh. Och nö, ich habe wieder Wahlung ver... Und? Fällt euch das? Nein. Das gibt's doch gar nicht. Und das ist auch immer der Grund, weshalb ich sage, Himmelsrand ist erbarmungslos. Ja, ist es ja auch. Genug, genug, ich ergebe mich. Los, ich steche euch in den Rücken. Du sterben. So. Septim nehme ich mal alle mit, ja. Oh, 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 oh. Kommt runter. Ich kann es gar nicht erwarten, euer Geld zu zählen. Die holen wir uns. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Will ich auch gar nicht. Mit euch werde ich fertig. Na kaum. Ah, der war getroffen. Und der war tot. Da seid ihr ja. Wo ist denn unser Hundi? Ach, der steht da. Okay. Speichern mal kurz. Nö, wieso? Ach. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Hey, der war mitten ins Gesicht geschossen. Stirb, du Schwein. Der war mal mitten ins Gesicht geschossen. Der Arsch. So, Argonien, Blade. Nö, brauchen wir nicht. Aber die Pfeile nehme ich mit. So, Zwergenbogen. Dolch noch. Nö, haben wir alles nicht. So, Hundi, komm mal ran. Ich hole noch das Pferdchen. Dann wärmen wir uns da drin mal ein bisschen auf. Denn ich glaube, so viel... Ja, 62, hör. Haben wir gar nicht mehr. Dann können wir da drin mal kurze Rast machen. Und halt auch, wenn wir noch gar nicht so weit gekommen sind. Aber naja... Sehr weit kommt man eben in dieser eisigen Kälte auch nicht wirklich. Dem Pferdchen macht das ja nichts aus, war auch ebenso wenig. Fort Fellhammer Minen. Aha. Experte, ja, dann schließen wir mal auf. Oh. Hier sieht's gut aus. Nee, war mehr hier. Ach, wo war denn das jetzt? Das hat sich doch gerade gedreht. Hier. Ah. Noch ein bisschen. Nee. Ach Gott. Ich kann's nicht mehr. Ich habe heute irgendwie keine ruhige Hand dafür. Noch ein bisschen. Ja, endlich. Ich habe heute irgendwie keine ruhige Hand dafür. Das ist nicht gut. Ist jetzt aber auch nicht tragisch.
Wie gesagt, ich muss erst wieder mal ein bisschen reinkommen ins Spiel. Dann geht das alles wieder. Aber im Moment so ein bisschen, ja. So, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Schöner Ladebildschirm. Hundearsch. Ich höre jemand mit einer Spitzhacke irgendwo auf eine Wand eindreschen. So, deswegen mach mal mich hier mal kurz die Fackel aus. Wo haben wir denn die? Torch. Weg damit. Ach so, Moment, ich kann kurz mal die Felle verarbeiten. Medizinische Güter herstellen. So, Sehne, fertig. So, dann haben wir auch wieder einiges an Gewicht gespart. Boah, hier drin ist es nebelig und jetzt ist es arschdunkel. Ich nehme den Bogen, dankeschön. So, ich habe gesehen, wir haben wieder jede Menge Pfeile aufgenommen. Orkische, Stahl. Orkische haben wir ganz schön viel. Komm, da schmeiße ich mal die Stahlpfeile mal weg. Brauchen wir eh nicht so unbedingt. Nehmen wir mal ein paar orkische Pfeile. Ja, ich schmeiß die weg. Mein Verkaufen lohnt sich nicht, aber ich schmeiß die weg, weil dann habe ich ein bisschen... Ich meine, die wiegen ja nichts, aber dann habe ich ein bisschen Ordnung im Inventar. Es gab einst eine Holde, ja, es riecht in Golde. Hundi, komm mal her. Ja, feiner Hundi-Mann. Komm, Hundi. Du wartest mal hier. Ja. Du wartest mal hier und ich mach hier mal... Oder mit der Lecke macht. So. 2, 3. Was hat er sich dabei nur gedacht? Nee, bleib stehen. Ach, nicht sehen, wie ich das Ass aus meinem Stiefel zog. Müssen, dass sie lebt. Sagte, sie würde auf mich warten. Ah, aber das tun sie ja. Da stehst du doch. So, die Schießkunst verbessert, das ist schon mal gut. Aus dem Team nehme ich mit, einen orkischen Pfeil nehme ich auch wieder mit. Taschendiebstahl, das ist noch echte Kunst. Man schleicht sich an, holt sich, was man will und geht wieder. Ganz da liegen ein paar Schuhe und Eisenerzader. Hört sich eigentlich eher langweilig an. Und der da unten, der führt ja selbst Gespräche, der. Was geht denn mit du? Oh, da unten steht ja noch jemand. Das war, glaube ich, in den Kopf. Jupp, der war in den Kopf. Der war sogar sehr schön in den Kopf. Ja, das kannst du behalten. Liebend gerne, Eisenerz. Ja, im Moment viel mehr tragen kann ich auch gerade nicht, deswegen bringt sich's eigentlich fast nicht, hier irgendwas mitzunehmen. Wie Orsinium an die Orksvieh. Das kennen wir noch nicht. Und Stufenaufschritt! Yay! Stufenfortschritt natürlich, nicht Aufschritt. Aufschritt, das ist sowas ähnliches wie Aufschnitt. Ah! Oh, hallo. Hier drüben. Da! Alter. Das war jetzt so gemein. Ach, Hundi. Ist da einfach mal so eine Kackfalle? Was ist denn in einem Krug hier und da so fein? Das war jetzt voll gemein. Lalalala.
Schön in die Brust. Oh, der war fast mitten ins Herz. Oh, das tut gut, oder? Level up! Yay, 2 Level Ups in einer Folge. Ja, hätte ich auch sehen können. Das bemerken die nicht, aber wenn ich drunter stehe, bemerken sie es. Das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. Voll in die Niere. Ist das alles, was ihr könnt? Nö, ich kann doch mehr. Aber was du kannst, ist mal sterben. So, Dietrich, sein Team, nehme ich mit. Einen orkischen Pfeil nehme ich natürlich auch wieder mit, nicht Pfogen. Orkische Streitaxt, ja, kannst du behalten. Alles eine Eisenerze. Da, guck mal, was ich kann. Medizinische Güter herstellen. Ja. Wollte eigentlich das. Einfach nur so, weil ich es kann. Wo ist meine Lampe? Lampe. So, was wollte ich denn jetzt? Ich wollte... Das ist eine gute Frage. Was wollte ich denn jetzt? Irgendwas wollte ich gerade. Ich bin heute so ein bisschen, ja... Schauen wir, wie hoch meine Körpertemperatur ist. 54, es ist... Hier in der Mine ist es also auch arschkalt. Das ist super, das ist schön, das ist scheiße. Wir wollten uns doch eigentlich ein bisschen aufwärmen. Ja. Bringt im Moment nichts. Hallo, Hundi. Hundi, kann es sein, dass es dir nicht gut geht? Oh, der blutet hier rum, das ist ja... Oh, Hundi. Da spritzt das Blut noch. Ja, ich sollte mich auch mal hin und wieder mal um meinen Hundi kümmern. Das, glaube ich, wäre auch nicht verkehrt. So, gibt es hier eine Abzweigung irgendwo in die... in das Fort selber oder... Nee. Sehe ich keine. Okay, dann gehen wir mal raus. Speichere ich vorher. Man weiß ja nie. Skyrim ist ja immer so ein bisschen... Ist wie Fallout, so ein bisschen empfindlich. Vor allem in Ladezonen. So, hier ist es ja auch nicht wärmer. Da gucke ich mal, ob wir da oben irgendwo reinkommen. Sieht aber ganz gut aus. Da ist, glaube ich, eine Tür. Ja, da ist eine Tür. Fortfellhammer. So, gehen wir mal rein. Vielleicht können wir uns da ein bisschen aufwärmen. Das wäre auch gar nicht mal so übel. Da ist ein Eisenstreitkolben. Und ein bisschen Fäulnis. Das ist schön. Schimmelpilz. Sammel ich immer gern. Salz. Nie genug Gold. Huch. Brauch nur einen guten Fang. Banditenanführer. Ein feiner Skoma. Das wäre jetzt was. Der Importierte. Nur ein kleiner Schluck. Ist da jemand? Nö, hier ist niemand. Das ist mein Hundi. Glückstreffer. Das war kein Glückstreffer. Oh, der ist schon tot.
Hundi, dir geht's. Ist nicht blutverschmiert, blutet nicht, das ist ja schon mal gut. Der schwarze Pfeil. So, orkischer Kriegshammer des Schwundes. Verursacht 40 Punkte Magika-Schaden. Klingt gar nicht schlecht und Schlüssel zur düster Hammermine. Ja, braucht man nicht, haben wir schon geknackt. Und... Alter, der hat auch wieder so einen Helm. Nehme ich mit. Diese Vanguard-Helme, die sind schon... Ja. Böse sind die. Ebenerz. Großschwert. Das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Alter, das ist 22. Ist aber... Ja, ist ein Zweihandschwert. Aber das ist so viel wert, deswegen nehme ich es mit, auch wenn ich es gar nicht tragen kann und... Ich kann zwar nicht laufen, aber ich kann hüpfen und Hunde gehen mir aus dem Weg. Da oben stehen noch ein paar Tränke. Hat der... Ah, willst du mir sagen, dass der auch kein Feuer hier hat? Nee, der hat... Der hat auch kein Feuer. Alter, wie soll ich mich denn mal aufwärmen hier? Das ist doch... Lederstreifen, die nehme ich mit. Bisschen Salz. Ist da sonst doch was Interessantes hier? Nee, Skillbücher hat er keine. Wie spät haben wir es denn? 7.31 Uhr abends. Na gut, wir könnten mal bis zum Morgen mal ein bisschen schlafen. Das könnte eventuell gar nicht mal so schlecht sein. Komm, machen wir einfach mal. Wir schlafen mal eine Runde bis zum Morgen. Lalala. Nachts reisen ist nämlich ein bisschen kälter als tagsüber und deswegen wäre es, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn wir jetzt da ein bisschen schonen. So, 7:30 Uhr morgens. Und unser Hundi verblutet schon wieder, warum auch immer. Aber die geht's eigentlich doch dann schon wieder ganz gut. Und wir sind durstig, wir sollten mal was trinken und essen. Und das haben wir ja jetzt schon lange nicht mehr gemacht. So, hier gebratener Fasan. Du bist nicht länger hungrig, das ist schon mal schön. Mit unserem Wasser müssen wir allerdings ein bisschen aufpassen. So viel haben wir gar nicht mehr. So, du bist nicht länger hungrig, du bist nicht länger durstig. Das Einzige, was wir sind kalt. Ah, es ist kalt. Kalte Hütte hier. Und bis... Ja, okay, geradeaus. Bis in die warmen Gefilde, das... Könnte sich das mit 50 ausgehen? Ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Es könnte sich ausgehen. Wenn wir Pech haben, erfrieren wir aber unterwegs. Wir sollten auf jeden Fall unterwegs ein bisschen Holz sammeln. Das wäre eine ganz gute Idee. Warum kann ich mein Pferdchen nicht besteigen? Auch jetzt. Also, ich meine natürlich raufklettern zum Reiten. Mit besteigen. Nicht, was manche jetzt von euch schon wieder denken. So, kann ich denn... Ja, wenn ich auf die Karte gehe, dann dreht sich die Kamera so komisch. Vielleicht kann ich ja hier entlang. Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Ja, das ist mir aber relativ egal. Ich sitze mich auf dem Pferd. Doch, dürfte der richtige Weg sein. Ja, genau das meine ich mit der Kamera. Die dreht sich dann immer so komisch. Und jetzt ist mir kalt und das finde ich nicht schön. Und ich glaube, wir sollten mal ein bisschen Holz sammeln gehen und uns ein kleines Lagerfeuer machen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so eine blöde Idee. So, gib mir eine Axt. Ich gebe dir mal...
Was? Ich kann das nicht los. Oh, nö. Hey, das hör doch auf. Unser Pferdchen trägt schon so viel. Alter Schwede, wir sind total überladen. Aber wirklich total. Mit dem Ebenerzzeug. Haben wir schon mal so einen Helm. Ah, ich habe doch noch einen zweiten. Den können wir geben, aber das alleine, das macht's nicht aus. Das ist es ja. Alter, was mache ich denn mit dem Zeug? Ich muss das Schwertchen mal kurz hier auf den Boden schmeißen. Bin ich immer noch zu schwer, oder was? Nö, jetzt geht's wieder. So. Objekte, Waffen, Woodcutter 6, Feuerholz sammeln. Du trägst so viel, du kannst dich rennen. Ja, das ist jetzt wegen Holz. Du hast 5 Feuerholz gesammelt, du hast 6 Feuerholz gesammelt, ja. Schön, lass doch los, die Scheiße. Und warum kommt jetzt... Warum kann ich das Feuerholz... Was, ich kann dies während des Kampfes nicht benutzen, wirst du mich fahren. Auch wegen der Kackspinne. Oh, kaum ist Warlock wieder fit, legt der Hund sich gleich schon wieder mit Spinnen an. Alter Hundi, mir ist kalt. Benutzt doch den Holzstapel. Scheiße. Haben wir nichts dabei. Holz, Holz, Firewood. Doch, wir haben dabei. Ah. Optimal. Überlebens... Wo haben wir denn hier? Medizinische Güter. Wo habe ich denn das Zeug wieder? Habe ich das rausgenommen? Weiß ich gar nicht. Tütütü, Überlebenstraining. Kann sein, dass ich das... Alter, ist doch mir scheißegal, ob ich einen Kampf will. Ich will ein Lagerfeuer. Der macht mich heute nervlich fertig. Ja, töte mich bitte. Töte mich. Genau, Feuerholz sammeln. Ich mach das jetzt. Tot, tot mache ich das jetzt. Im toten Zustand. Alter, hin und wieder nervt so ein bisschen. Das muss ich ja zugeben. Das muss ich ja. Was klimpert denn hier so? Da ist was in der Tür. Klimmt das in der Tür? Na, egal. Ich mache hier einen Cut und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn es wieder heißt Skyrim.